Moin, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time. Heute wieder in der Werkstatt bei Ivo und Anne. Anne tobt, glaube ich, noch im Hintergrund darum. Wird aber wahrscheinlich nur als Gastrolle irgendwo zwischendurch zu sehen sein. Ivo hatte ja in den letzten Videos, habt ihr gesehen, Probleme gehabt mit seiner Bombardier DS 650. Er hatte keinen Vortrieb mehr. Den Fehler hat er gefunden. Der Motor ist zerlegt, beziehungsweise wir zerlegen ihn gleich nochmal für euch. Gleich geht's los, die Reparatur der Maschine nach dem Intro. So, bevor wir jetzt gleich anfangen, die ganze Maschine zu zerlegen, fangen wir noch einmal kurz an, die Fehlerursache zu machen. Ich werde jetzt kurz erzählen, Ivo möchte nicht ganz so viel reden, aber er kann Hallo sagen. Hallo. Und zwar ist das Problem gewesen, guck mal, wenn ich mich hier hinstelle, haben wir eine Körpergröße. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Also, das Problem war gewesen, wir haben eine Tour gefahren und auf einmal hatte Ivo keinen Vortrieb mehr. Wir haben angehalten und egal, wo er durchgeschaltet hat, es hat zwar Klick gemacht, aber die Maschine ist nicht mehr gefahren. Nichts war einfach tot. Erste Idee war gewesen, Kupplung ist kaputt, da ein bekanntes Problem bei dieser Maschine, dass sie eins von diesen Stäben da drin immer kaputt bricht. Ne? Das können wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Es war nachher gar nicht der Fehler, weil Ivo hatte dann gleich einen Ersatzmotor sich bestellt gehabt, genau, noch während der Tour. Also wir haben quasi, ihr habt das ja gesehen, bei einer Tankstelle dann angehalten und haben überlegt, wie wir jetzt weitermachen. Und er hat nebenbei schon bei Kleinanzeigen einen Ersatzmotor gefunden, den auch gleich bestellt, hat den ein paar Tage später da gehabt. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen hingezogen, weil am Haus wurde ja hier auch einiges gemacht. Deswegen war Zeit ist ein bisschen auseinandergegangen. Und was jetzt genau kaputt war und wie, das gucken wir uns am besten gleich an dem Motor an. Wir werden jetzt nicht, der hier ist noch offen, das gucken wir uns gleich im Detail an. Aber wie der geöffnet wurde, da gehen wir einmal rüber und schauen uns das an einem Beispielmotor an. So, ich habe ja gerade schon gesagt, Ivo hat das quasi nebenbei, wo er hier auch im Haus was gemacht hat, immer hier weitergeschraubt. Da sind wir mit der Zeit nicht ganz so voneinander gekommen, aber er hat das ein bisschen dokumentiert. Ich werde mal gucken, ob ich ein, zwei Bilder vielleicht einblenden muss. Aber wir versuchen das mal ein bisschen nachzustellen. Das ist der Zweitmotor, den ich gekauft habe, also der identische Motor, der auch drüben in der Maschine drin ist. Und ich glaube, hier kann man ganz gut zeigen, in welcher Reihenfolge wir Ivo was abgebaut hat. Ivo, Vivo was, das ist ein schwieriges Wort, ne? Und in welcher Reihenfolge, um quasi erstmal an unsere Fehlerquelle ranzukommen. Nachher lösen wir erst auf, was wirklich der Fehler war. Das ist ein bisschen doof eigentlich, ne? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was so die Kinderkrankheit bei diesem Motor ist. Und zwar, wenn man den Motor quasi im Gelände hat, beansprucht und alles, ist die kleine Schwachstelle von diesem Motor ein kleines Gestänge, was hier hinten drin ist, was dafür zuständig ist, dass quasi der Kupplungskorb, wenn man die Kupplung zieht, angehoben wird. Also die Kupplungslamellen voneinander getrennt werden. Das sind alles so kleine Zahnräder oder Zacken, die ineinander greifen. Und bei starker Erschütterung und viel im Gelände rumgewühle, kann es durchaus passieren, das ist so die Schwachstelle, dass diese Zacken quasi wegbrechen und mir nicht mehr die Möglichkeit habt, wenn ihr die Kupplung zieht, dass der Korb nicht mehr angehoben wird. Also die Maschine nicht mehr auskuppelt, beziehungsweise die Kupplungslamellen nicht mehr trennt. Das ist so die Kinderkrankheit von der Maschine. Wenn wir das jetzt auseinanderbauen, sehen wir jetzt auch gleich, wo man das quasi beheben kann, was man machen muss und welches Teil ersetzt werden muss. Aber vorab, als kleiner Spoiler, das war nicht der Fehler bei der Maschine. Aber man sieht hier auch schon die Anzeichen, das ist schon der Zahn der Zeit am Zahn genagt hat. Wir beginnen jetzt aber als erstes mit der Reihenfolge, wie hier was abgeschraubt wird. Ihr seht schon, das liegt gar nicht richtig, so, das muss da liegen. Als erstes löst ihr quasi den Schlauch für eine Kühleinheit. Das heißt, das Kühlwasser wird abgelassen. Der obere Schlauch, der geht ja vorne hier zu dem Kühler hin, der wird abgemacht und dann löst ihr quasi hier von der Wasserpumpe die Schrauben und könnt diesen Wasserpumpendeckel abnehmen und beiseite legen. Das habt ihr hier 1, 2, 3 Schrauben, Deckel ist ab. Danach kommen auch schon weitere Schrauben hier zum Vorschein, und zwar von diesem kompletten Seitendeckel vom Motor. Ihr seht, die gehen hier einmal ringsherum. Die werden alle gelöst. Das ist ja jetzt hier schon passiert. Und jetzt lassen wir mal zauberhafterweise diesen Deckel einfach hochheben. Und siehe da, wir sind schon drinnen im Kupplungsbereich. So, jetzt wo dieser Deckel ab ist und wir hier die komplette Kupplung alles schön sehen, sehen wir auch schon die Kinderkrankheit. Und zwar ist das hier oben, das halten wir gleich mal in die Kamera, weil dieser Stab, der hat hier solche kleinen Zahnräder oder Verkantungen. Wie gesagt, wenn wir den gleich ausgebaut haben, halte ich ihn nah in die Kamera, dann könnt ihr euch besser angucken und auch das Problem sehen. Dieser kleine Stift, der hier rausguckt, jetzt müssen wir den Deckel nochmal so dagegen halten.
Und da seht ihr hier einen Stab, der hier drinnen greift. Das drehen wir mal von oben. Das ist ja hier dieser, wo der Baudenzug von der Kupplung eingehakt ist. Den ziehen wir jetzt einfach mal nach oben raus. Hier können wir auch diese Einheit für den Kupplungszug, diese Halterung, die können wir hier einfach losschrauben und dann abmachen. So, jetzt habt ihr hier nur noch diesen Stab in der Hand. Und hier haben wir auch schon das erste quasi von der Kinderkrankheit. Und zwar, wenn wir jetzt mal, ich muss mal zoomen. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Die Kamera spielt hier gerade mit dem Fokus ein bisschen verrückt. Ihr seht ja hier diese ganzen kleinen Zahnräder oder diese Zacken, die hier sind. Diese kleinen Zacken greifen quasi hier rein, in diese Zacken. Und durch die Drehbewegung heben die quasi den Korb hoch und runter. Das Problem ist jetzt bei dem, man sieht es auch, hier vorne ist jetzt so eine kleine Kante schon ein bisschen weggebogen. Ihr wurde davon ein Bild gemacht, das blende ich jetzt gleich mal ein. Da sieht man das ein bisschen besser und kreist das wahrscheinlich auch mal ein, damit ihr genau seht, was das Problem ist. Also hier einmal so eine verbogene Kerbe, das heißt, die kann schon mal nicht mehr richtig greifen. Und das zweite Problem, was wir haben, ist hier eine von diesen Zacken, die richtig rausgebrochen sind. Das heißt, wir haben hier eine verbogene, die nicht mehr greifen kann. Und hier eine, die wahrscheinlich auch durch dieses Verbogene dann nachher auch weggebrochen ist. Das heißt, wir haben hier so einen Bereich, wo einfach nur durchdreht und nicht mehr fassen kann. So, das, was ihr also austauschen müsst, ist einmal diese Stange hier. Die kostet circa 80 Euro, hat Ivo jetzt rausgefunden bei seinen Recherchen. Die musste er zum Glück nicht ausgeben. Wieso, warum, erzählen wir gleich noch. Und als zweites quasi diese Stäbchen, das gucken wir uns auch gleich genauer an, wenn wir es ausgebaut haben. Den Preis haben wir jetzt noch nicht rausgesucht. Ich denke, man wird ähnlich, wahrscheinlich sogar ein bisschen teurer liegen. Aber diese zwei kleinen Stifte, wenn er die austauscht, dann ist die Kinderkrankheit quasi wieder behoben und es ist wieder heile. Das heißt, ihr könnt fahren, aber nachher nicht mehr kuppeln und um das zu beheben. Dazu müssen wir diese Kupplung jetzt erstmal ausbauen. Das heißt, wir müssen jetzt diese sechs Schrauben hier lösen. Darunter sind hier die Kupplungsfedern. Das heißt, diese Schrauben haben wir hier eine Unterlegscheibe, wie ihr sehen könnt. Darunter ist halt eine Feder. Wir lösen die jetzt immer parallel zueinander und können danach dann den Deckel hier schon mal abnehmen und danach die Kupplungslamellen. Also schrauben wir die hier jetzt erstmal los. So, ihr könnt jetzt sehen, die Schrauben sind jetzt alle gelöst. Wir können die jetzt einfach rausnehmen, ohne dass es auseinanderfällt. So, wir haben jetzt hier die Feder, eine Schraube und diese Unterlegscheibe. Die nehmen wir jetzt alle einfach raus und legen die ordentlich zur Seite, dass hier nichts auseinanderfällt. So, als nächstes nehmen wir jetzt oben den Kupplungsdeckel ab. Das ist der hier oben, den nehmen wir jetzt einmal runter. Und schon haben wir auch quasi den Stift mit in der Hand. So, wenn der Deckel jetzt ab ist und ihr habt in der Hand, jetzt muss ich mal ein bisschen drehen, ob das vom Licht zu sehen ist. Der ist auf jeden Fall mit so einem kleinen Sprengring befestigt. Ich glaube, so müsste er zu sehen sein. Ivo löst ihn jetzt mit einer Zange, dass wir den Sprengring lösen. Dann können wir nämlich diesen kleinen Stift rausnehmen und haben den quasi schon den zweiten Übeltäter. So, hier haben wir jetzt auch schon quasi Teil 2 der Kinderkrankheit. Also dieser Bolzen und dieser Bolzen ist halt das, was relativ häufig dafür sorgt, dass ihr nicht mehr durchschalten könnt. So, wenn ich es so halte, müsstet ihr jetzt eigentlich ganz gut erkennen können, dass hier in der Mitte einer von diesen Zacken fehlt. Auch da haben wir jetzt ein Foto mit einer Nahaufnahme, das werde ich gleich mal einblenden. Da sieht man das ein bisschen schöner. Und das ist halt der Grund, warum man nicht mehr schalten kann. Wie gesagt, er dreht sich, greift nicht mehr und bewegt halt diesen Schlitten nicht mehr hin und her. Das heißt, wenn wir jetzt diese beiden Teile austauschen, also wieder den Bolzen hier in den Deckel reinsetzen, den Sprengring wieder davor setzen, drauf, die sechs Schrauben hier wieder festziehen, Deckel wieder drauf und alles zusammenschrauben, wäre die Kinderkrankheit behoben. Wenn wir das jetzt aufhaben, können wir im gleichen Zuge jetzt aber auch gleich die Kupplung tauschen. Das heißt, bei dieser Maschine sieht man ganz gut, dass dieser Abstand, also dass diese Kupplungslamellen, wir nehmen jetzt mal einfach eine raus. Ich halte die mal ein bisschen näher in die Kamera rein. Da seht ihr, da sind ja oben wie so eine Art Mini-Bremsbeläge drauf. Das sind quasi die Teile, die ineinander packen und die das quasi verhindern, dass es sich weiter durchdreht. Die sind hier schon ziemlich runtergerissen. Wir haben jetzt drüben noch eine neue Kupplung liegen. Das heißt, wir werden drüben gleich eine neue Kupplung einbauen. Wenn ihr die hier rausnehmt, merkt euch quasi die Reihenfolge, ob erst ein... Wir haben jetzt hier einmal diese Kupplungslamellen und wir haben hier zwischen noch solche Teller liegen. Solche Scheiben, die dazwischen sind, dass ihr die in der richtigen Reihenfolge rausnehmt und auch wieder übereinander legt, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und wenn ihr euch eine neue Kupplung kauft, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die neuen Kupplungslamellen, die ihr habt, dass ihr die vorher in Öl einlegt, dass die wirklich am besten wirklich so 24 Stunden oder einen Tag mal einfach
eine kleine Wanne voll machen mit Öl, alle reinlegen, dass sie sich richtig schön vollsaugen und dann erst einbauen. So, hier bei dem Altmotor haben wir jetzt quasi gezeigt, einmal wie das zerlegt wurde, weil wie gesagt, da war ich jetzt nicht dabei, wo das auseinandergeschraubt wurde, aber das konnten wir jetzt, glaube ich, ganz gut hier nachfilmen. Jetzt gehen wir rüber wieder zur DS und schrauben da alles, was defekt ist, wieder zusammen. Also der Zusammenbau passiert gleich in der Maschine direkt. So, den Raum haben wir jetzt gewechselt. Wir haben hier unseren Kupplungsdeckel. Hier vorne haben wir unsere Kupplungsfedern liegen. Die Kupplung an sich liegt zum Teil hier. Hier haben wir nämlich nur die Trennscheiben, die dazwischen sind. Und die ganzen Kupplungslamellen, die wir haben, die seht ihr, warte, ich muss die Kamera ein bisschen höher schalten. Da hinter der Öldose, wir machen hier keine Werbung, also ist nicht gesponsert, dieses Video, liegen da vorne in dem Eimer, da ist nämlich Öl drin, das Frische, das, was auch gleich in die Maschine reinkommt. Da weichen jetzt schon die ganze Zeit die Lamellen drin ein. Und ja, hier haben wir die Schrauben für die Motorbefestigung, hier den Ölmessstab, beziehungsweise hier für die Öltemperatur so eine kleine Anzeige. Neuen Ölfilter und eine Dichtung für den Kupplungsdeckel. Unter anderem haben wir hier auch jetzt ein schönes neues Ritzel liegen. Und hier ganz hinten liegt einmal das kleine Stückchen hier, wieder mit vernünftigen und heilen Zacken. Und wenn wir nochmal nach hinten greifen, haben wir hier auch den Kupplungsdeckel, wo die Lamellen auch alle wieder, die ganzen Zacken wieder jetzt heile und vernünftig sind. Das heißt, hier kann wieder alles gut ineinander greifen und das bauen wir jetzt alles zusammen. Bei der Dichtung, die wir hier noch liegen haben für den Kupplungsdeckel, eine kleine Besonderheit. Die Dichtung ist von einer Aprilia 650 Pegaso. Ja, Ivo hatte recherchiert und das soll wohl passend und baugleich sein mit dem Motor, der da drin ist. Er hat schon einmal hier ja drüber gehalten und so mal, das müsste funktionieren. Wir sehen es gleich beim Einbau, ob es wirklich genau das gleiche ist, ob die ganzen Öffnungen, die wir hier haben, auch wirklich übereinstimmen. Weil für die DS, wie gesagt, es ist ein Gerät, was schon ein paar Jahre lang nicht mehr auf dem Markt gibt, ist es unwahrscheinlich schwierig, Teile für zu finden. Alle, die eine Maschine fahren, wissen das, dass das nicht einfach ist, mal irgendwelche Kleinteile mal kurz irgendwo zu finden. Die Auflösung, warum diese Maschine hier nicht mehr fuhr, ist aber nicht dieses Kinderproblem, was die Maschine an sich hat. Wir haben gesehen, es ist ein bisschen angefressen, deswegen hat Ivo das jetzt gleich vorsichtshalber schon mit ausgetauscht, damit es nicht zum großen Problem wird. Deswegen, ja, das Hauptproblem, warum seine Maschine nicht fuhr, befindet sich in diesem kleinen weißen Kästchen. Und wir sind jetzt auch schon auf der richtigen Motorseite. Falls der ein oder andere es schon ahnt, schreibt es mal in die Kommentare jetzt rein. So doof kann man gar nicht denken, was hier der Fehler war. Es ist wirklich keiner von uns drauf gekommen, da als erstes nachzugucken. Wir öffnen jetzt mal diesen Karton und mal gucken, ob er jetzt ahnt, was schon das Problem war. Hier in meiner Hand befindet sich jetzt die Lösung von dem Problem. Und zwar ist es einfach nur ein Sicherungsblech und eine Mutter. Wie gesagt, wir befinden uns ja jetzt auf der anderen Seite vom Motor, nicht da, wo wir gerade die Kupplung auseinandergeschraubt haben. Hier kommt ja normalerweise das Ritzel drauf. Und das Problem war gewesen, hier sitzt jetzt normalerweise dieses Sicherungsblech, die dicke Mutter drüber. Dieses Blech wird über die Mutter drüber gedrückt, dass sie sich nicht von alleine lösen kann. Wir machen auch hier noch ein bisschen Loctite noch mit drauf. Ja, die Mutter hatte sich gelöst, weil die Sicherungsblech mittlerweile schon so alt war und so labil, dass sie sich quasi die Schraube einfach durchgedreht hat und hat sich während der Fahrt gelöst und war verschwunden. Das Blech ist weg und das ganze Ritzel ist einfach nur nach vorne gewandert. Und hat sich quasi hier locker flockig vor sich hergedreht. Es konnte nicht weg durch den Deckel, den wir hatten, aber es hatte nicht mehr in diese Krallen reingegriffen. Also er konnte schalten, es hat sich gedreht, aber das Ritzel lag einfach nur auf dem Gewinde und hat sich hier fröhlich hin und her gedreht, beziehungsweise nicht mehr gedreht. Deswegen hatten wir keinen Vortrieb, oder hatte Ivo keinen Vortrieb. Das war das ganze Problem. Im Endeffekt wirklich nur ein Sicherungsblech und eine Mutter. Also ihr könnt also sehen, es ist wirklich ein absolut blöder Fehler gewesen. Aber es ist, wie gesagt, wir haben mit so vielen Leuten davor gestanden und keiner kam auf die Idee, mal zu gucken, ob sich das Ritzel mitdreht, weil ja, manchmal sind es die einfachsten Sachen. Aber wie gesagt, wir tauschen trotzdem hier auch alles auf der Seite auf, weil wie gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass es halt diese bekannte Kinderkrankheit ist. Es ist ja, man konnte nicht mehr richtig schalten, es hat nicht gegriffen. Wir haben gedacht, er versucht zwar zu schalten, aber rutscht halt jedes Mal über diese greifenden Zähne rüber und macht halt dieses Knackgeräusch, aber packt halt nicht richtig. Das war die Vermutung, nicht das Problem, aber ja, nachdem alles auseinandergebaut ist, hat Ivo aber gesehen, dass die Zähne wirklich schon einer halt rausgebrochen war von dem einen Stift und bei dem anderen halt die Zacken auch schon leicht verbogen war. Das heißt, es hat eh nicht immer richtig gegriffen und würde jetzt über kurz oder lang wirklich zum Problem führen. Deswegen wurde das jetzt im gleichen Zuge mit ausgetauscht. Aber wie gesagt, falls ihr gucken wollt, ob bei euch auch dieses Problem ist, ihr könnt den Seitendeckel abnehmen und nachgucken, ob die Zacken bei euch auch schon angefressen sind. Vielleicht ist es das Problem, dann braucht ihr gar nicht erst groß weitergucken, könnt die zwei Stifte quasi bestellen, austauschen und alles ist wieder fein. Wir gehen jetzt an die Seite von dem Motor und bauen das Ganze jetzt wieder zusammen, kippen nachher Öl drauf und hoffen, dass es dann auch läuft. So, ihr könnt sehen, es ist schon grob alles vorbereitet, fast alles. Es fehlen noch die Kupplungslamellen, die liegen noch in dem Ölbad, die nehmen wir gleich aus dem Ölbad direkt raus.
Ansonsten haben wir ja hier den Teller wieder liegen, die Federn, die Zwischenscheiben und auch das ominöse Stäbchen, was hier das Problem macht. Das wird jetzt alles wieder zusammengebaut und wie gesagt, das gucken wir uns jetzt mal an. So, wir filmen jetzt hier mal direkt quasi in den OP-Bereich rein. Nicht wundern hier an der Seite, das ist das Seil, womit die Maschine gesichert ist. Wenn das im Bild kommt, ich hoffe, dass der Fokus auf dem Motor bleibt. So, wir setzen jetzt als erstes wieder die Kupplung wieder zusammen. Das heißt, als erstes werden diese Metallscheiben jetzt reingesetzt und danach die frischen Kupplungslamellen. So, jetzt als nächstes kommt jetzt die Kupplungslamellen, die wir jetzt reindrücken. Und jetzt immer im Wechsel, immer die Kupplungslamellen und dann wieder diese Metallscheiben. Immer hin und her, bis wir alles wieder aufgebraucht haben. Wie gesagt, am besten die Reihenfolge sich schon so hinlegen, wie man sie abgenommen hat, damit ist man später nicht so am Puzzeln. Zum ganzen Zusammenschrauben von der Maschine, was, wie, wo, fest und sowas, da müsst ihr euch bitte im Handbuch nachgucken, weil jede Schraube hat natürlich auch einen vorgegebenen Newtonmeter, mit dem man die festzieht, aber die kann ich jetzt nicht alle raussuchen und hier unten aufführen. Deswegen, die sind ja auch nicht bei allen Maschinen gleich. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal die Newtonmeterzahlen mit angegeben, aber dann wurden die für andere Maschinen quasi genutzt und dann hieß es nachher, das hat ja gar nicht funktioniert, weil die Hersteller natürlich auch unterschiedliche Normen da angeben. Deswegen guckt für eure Maschine bitte nach, was da angegeben ist, wie fest ihr welche Schraube ziehen müsst. Das findet ihr entweder in den Werkstatthandbüchern drin oder dann halt zum Teil auch im Internet ganz gut zu finden. So, die letzte Scheibe wird so ein bisschen versetzt reingesetzt. Ihr seht ja hier diese Rillen. Da wurden ja quasi diese Lamellenkanten immer reingedrückt. Die letzte wird aber oben auf diese andere Kante bündig draufgesetzt. So, und jetzt haben wir alle Scheiben drin. Das heißt, als nächstes setzen wir jetzt den Deckel auf. Jetzt werden nach und nach die Kupplungsfedern eingesetzt. Bitte immer gegenüberliegend reinschrauben. Also jetzt erst die und jetzt setzen wir die genau auf der gegenüberliegenden Seite fest. Und gehen dann quasi stellförmig einmal rumrum. So, die Schrauben werden hier schon mal vorgedreht quasi, auch wieder sternförmig, dass sie quasi anliegen und danach dann mit dem Drehmomentschlüssel richtig festgezogen. So, als nächstes wird jetzt die Dichtung aufgesetzt. Die haben wir gerade schon auf dem Deckel vorgelegt gehabt, ob auch wirklich die Öffnungen alle quasi voreinander passen. Da sah das schon richtig gut aus, dass es passend aussah. Und jetzt sehen wir gleich die Wahrheit, ob es hier auch alles mit abdeckt oder beziehungsweise auch die Öffnungen, die frei sein müssen, auch frei lässt. Aber das sieht sehr gut aus. So, jetzt den Kupplungsdeckel vorsichtig draufschieben, darauf achten, dass die Dichtung jetzt auf jeden Fall nicht verrutscht, dass die genau bündig an den richtigen Stellen sitzt. Jetzt muss man nur ein bisschen fädeln, ihr habt ja in der Mitte dieses Zahnrad, also das, was das Problemkind quasi bei der Maschine ist, muss jetzt direkt ineinander greifen und voreinander sitzen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen tricky, das hier einzufädeln. Kupplungsdeckel mit einem Gummihammer so anklopfen, dass er bündig anliegt und die Dichtung vernünftig eingeklemmt ist. Wenn ihr den Deckel jetzt aufgesetzt habt, habt ihr hier oben diesen Zughebel, der sich quasi nach da gezogen wird mit dem Bowdenzug. Wenn das jetzt nachher zu eng hier dran ist, habt ihr hier oben ja auch so diese Zacken drauf. Das heißt, ihr löst diese Schraube, könnt ihr dieses obere Stück abnehmen, leicht versetzen, wieder draufsetzen, wieder festziehen und dann habt ihr hier auch wieder ein bisschen mehr Abstand. Weil wenn ihr den Deckel draufschiebt, dreht sich dieser Hebel quasi immer weiter weg. Wir haben ihn jetzt gerade quasi hier vorne stehen gehabt und beim Draufdrücken durch die Zahnräder dreht er sich ja quasi rein. Wenn es nachher zu eng ist und das mit dem Spiel hier nicht hinhaut, wie gesagt, die Schraube lösen, abziehen, versetzen, wieder draufsetzen und die wieder festziehen. So, der nächste Schritt ist jetzt relativ einfach. Die Schrauben quasi da, wo er sie vorher losgeschraubt hat, wieder reinstecken. Oben kommen ja ein bisschen längere Schrauben rein und rundherum, der Rest, die sind alle gleich lang, alle wieder reindrehen, im richtigen Newtonmeter raussuchen und wieder festziehen. Wenn er die Schraube reindrückt und merkt so einen kleinen Widerstand, dass er nicht direkt gleich aufs Gewinde draufkommt, seid ihr an der Dichtung. Das heißt, ihr müsst dann nochmal vorsichtig den Deckel abnehmen, dann ist die Dichtung noch verrutscht. Nicht, dass er euch dann mit der Schraube quasi einfach durchdrückt und dann den Rest in die Richtung hin und her zieht. Das gibt später nur Ärger. So, gerade festgestellt, dass die Kamera jetzt eben gerade nicht mit aufgenommen hat. Ihr könnt schon sehen, der Deckel für die Wasserpumpe ist jetzt wieder drauf, aber im Endeffekt ist es wirklich der Deckel anlegen. So, ihr müsst also einfach nur die 1, 2, 3 Schrauben hier wieder festziehen. Wenn ihr die Schläuche alle wieder angesteckt habt, bitte oben den Kühler wieder die Kühlflüssigkeit reinkippen und gucken, ob hier unten irgendwas tropft oder sowas, weil dann sind die Schrauben nicht richtig angezogen bzw. ist nicht dicht, weil die Kühlflüssigkeit natürlich dann gleich wieder runterläuft. Deswegen auch beim ersten Mal starten, wenn ihr Öl und alles eingelassen habt, einmal kurz anlaufen lassen im Motor, dass er kurz warm wird und dann
unbedingt kontrollieren, ob er irgendwo hier Öl rausdrückt. Dann seht ihr auf jeden Fall, ob das alles dicht ist oder nicht. So, wir haben jetzt die Seite gewechselt. Wir sind wieder auf der rechten Motorseite. Also wirklich das, was eigentlich das Problem von der Maschine gewesen ist. Jetzt werden wir nur noch das Ritzel aufsetzen, die Kette wieder überstülpen und dann das Sicherungsblech, das neue, drüber setzen und diesmal auf die Schraube auch richtig schön Loctite nochmal drauf machen. Und wenn wir die jetzt gleich richtig festgezogen haben, wird dann das Sicherungsblech oben ein bisschen rumgeklappt, dass die Schraube sich nicht von alleine loslösen kann. Und dann haben wir auch das Problem, was die Maschine hatte, weswegen sie nicht gefahren hat, auch wieder gelöst. So, wir haben jetzt, wie gesagt, das Hauptproblem, was gewesen ist, war ja bei der Maschine jetzt das losgelöste Ritzel gewesen. Wobei hier auch, du sagtest ja auch mit den Kuppeln, hat er ja auch im Gelände öfter schon Probleme gemacht. Wir haben ja auch gesehen, dass diese Zahnräder, die wir euch gezeigt haben, diese zwei Stifte, waren ziemlich angefressen gewesen. Die sind jetzt ausgetauscht. Es muss jetzt noch wieder Öl auf die Maschine drauf, das restliche Kühlwasser aufgekippt werden. Und dann werden wir in den nächsten Videos auch wieder die schöne Bombe mit dabei haben bei den nächsten Ausfahrten. Das ist jetzt alles, was jetzt hier am Umbau passiert, Umbau, an der Reparatur passiert ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und ja, ich hoffe, ihr habt diese Probleme nicht. Wenn ihr sie habt, dass euch das vielleicht ein bisschen hilft, welches Teil es sein könnte. Ja, kommen wir jetzt hier ans Ende und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da, gerne auch einen Kommentar. In diesem Sinne sage ich immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.